Ja, hallo meine Lieben. Schön, dass ihr wieder hier seid zu einem neuen Video hier bei The Elder Scrolls Online Necrom. Ich bin's André und es geht ab durch das Portal nach Apokrypha. Wir sind gespannt. Wir sind gespannt, was uns hinter diesem Portal erwartet. Was für eine Welt. Bestaunet Apokrypha. Seht nicht nach oben, Sterbliche. Doch, ich muss. Soweit ich weiß, findet eure Art unseren Himmel verstörend. Ah, ein bisschen. Nun, geht nach Süden. Sie gingen in diese Richtung. Süden. Norden. Komplett eigene Karte. Ja, verrückt. Hier noch ein. Weiß nicht. Ich glaube schon, dass ich hier richtig bin. Richtig? Er hat sogar ein Schiff hingeschafft. Und wieder nähert sich eine Kreatur dem armen Hitzig. Dieses Mal eine Sterbliche. Werdet ihr mich ebenfalls ausrauben? Ich habe nichts, sogar weniger als nichts, wenn Madame Caprice meine Schuld erweitert. Jemand hat euch ausgeraubt? Hat man euch gestohlen? Ein Geheimnis! Ich trug es durch diesen furchtbaren, gefräßigen Morast, um es im verschleierten Forum einzutauschen. Madame Caprice möchte eine Gunst von Hermeus Mora. Aber der Clan der leeren Schleicher hat mich gefunden. Sie haben mich getreten und dann das Geheimnis gestohlen. Ich werde es niemals zurückbekommen. Warum könnt ihr es nicht von leeren Schleichern zurückstehlen? Die würden mich nur wieder treten. Ich bräuchte Hilfe. Ihr könntet mir ja helfen. Sterbliche mögen doch Gold, nicht wahr? Ich habe welches. Wir spüren die leeren Schleicher auf und ihr holt das Geheimnis zurück. Vielleicht treten wir sie ja auch ein bisschen. Dann passt ihr auf Hitzig auf, während wir meinen Auftrag erfüllen. Ich helfe euch, euer Geheimnis von den leeren Schleichern zurückzuholen und es im verschleierten Forum einzutauschen. Ich kann die leeren Schleicher mit meinem Spiegel finden, aber als sie mich verfolgten, verlor ich ihn. Seht euch bei der Treppe am Ufer um und nehmt alles mit, was den Dieben gehören könnte. Das wäre hilfreich. Das war's schon, schwingt die Hufe. Ich habe gehört, Sterbliche brauchen Bewegung. Jetzt muss Hitzig sich schon auf die Hilfe Sterblicher verlassen. Was ist nur aus mir geworden? Armer Beobachter. Die Eindringlinge können nicht weit sein. Die Hülle hat sich noch nicht aufgelöst. Die Fährte führt weiter nach Westen, Sterbliche. Kann ja auch ein Reittier benutzen. Das habe ich ja auch noch, ne? Muss ja nicht laufen. Bin ich hier richtig? Ja, direkt schon. Einfach dem Weg folgen. Alavelisa, Sterbliche. Die Widersprüche, die sie schaffen mussten, hängen schwer in der Luft. Die Fährte führt nach Westen. Okay, ich würde sagen, der Westen ist zwar weiter hier,
So, folgt der Spur der Eindringlinge. Hören wir mal da lang. Ah, guck mal, da ist ein Eingang, ich sehe schon. Da wird uns wahrscheinlich hinführen. Die Fährte führt geradewegs zum friedlichen Katalog. Oh nein! Sputet euch, Sterbliche! Halt, Eindringling! Ich konnte eure Verbündeten nicht aufhalten. Doch ich werde niemanden mehr in den Katalog lassen. Das sollte interessant sein. Entschuldigt meine Unverschämtheit. Jetzt sehe ich, dass ihr das Mal von Hermaeus Mora tragt und mit einem der Wachlinge des großen Auges unterwegs seid. Seid ihr gekommen, um uns zu helfen, Fremde? Ich habe eingewilligt, dabei zu helfen, Apokrypha zu beschützen. Erzählt mir, was geschehen ist. Eindringlinge verschafften sich gewaltsam Zutritt zum friedlichen Katalog. Ich glaube, es waren Anhänger von Periite und Vermina. Doch wie kann das sein? Und Traumschnitzer Dremora begleiteten sie. Sie töteten oder vertrieben meine Mitschiffer. Wer seid ihr und was ist das für ein Ort? Ich bin eine bescheidene Schiffre, ein sterblicher Schreiber in den Diensten des großen Auges. Dies ist der friedliche Katalog, ein Register und Index des Inhalts von Apokrypha. Hermaeus Moras Feinde könnten großes Chaos mit den darin enthaltenen Informationen stiften. Wo finde ich diese Eindringlinge? Sie haben sich verstreut, nachdem sie in den Katalog eingebrochen waren. Doch zwei wollten zum Befragungsbecken. Ein Traumschnitzer Kühnvogt und ein zweiter Dremora mit Zeichnungen, wie ich sie noch nie gesehen hatte. Bitte, ihr tragt das Mal des großen Auges. Haltet sie auf! Okay. Das Befragungsbecken? Ich kenne den Weg, Sterbliche. Na dann, probieren wir's. Eindringlinge im friedlichen Katalog? Welch ein Unheil. Sterbliche, lasst mich euch helfen. Befehle an Sippenrektor Nilis. Sippenrektor Nilis. Die Berichte über eure Fortschritte in Alavelis erfreuen mich. Robesat hat mir erklärt, wie er seinen verlorenen Traum wiederfinden möchte, indem er Moras tintenverschmierte Aufzeichnung nach seinem Versteck durchsucht. Ich möchte, dass ihr Kühnvogt Rühl und die Traumschnitzer bei ihrem Auftrag begleitet. Helft ihnen, das Geheimnis zu finden, oder holt es euch selbst, wenn die Dinge nicht so stehen, wie man uns sagte. Denkt daran, ihr dient der Traumweberin auf Geheiß des Zuchtmeisters. In Perites Namen Fäulniskrone. Fäulniskrone dient Periete? Aber befiehlt der verborgenen Sippe, für Vermina zu arbeiten? Wahrlich seltsame Verbündete. Die Invasoren haben das Siegel des Portals zertrümmert. Wir müssen ihnen zum Befragungsbecken folgen. Das hatte ich befürchtet. Die Eindringlinge haben die heiligen Tränen aufgebraucht. Seht euch oben. Ohne sie lässt sich das Becken nicht nutzen. Werte Schiffrenkollegen, ein freundlich gemeinter Hinweis: Wenn ihr die heiligen Tränen von Hermaeus Mora verwendet, dann sorgt bitte auch für Ersatz. Vergesst nicht, dass die anderen Schiffrin das Befragungsbecken nicht ohne sie nutzen können. Ihr haltet neue Tränen bei den Schreinen von Hyoma Mora, Herma Mora und Hermora. Ehrt die einzelnen Aspekte des großen Auges und bedenkt, dass ihr wahrlich gesegnet seid, in diesen heiligen Hallen wandeln zu dürfen. Schiffre Ahmed. Diese Portale führen zu Schreinen, an denen wir weitere heilige Tränen finden können. Aha, okay. Schrei!
Weine und Tränen. Selbst die erträglichsten Daedra verlassen sich zu sehr auf Zeremonien und arkane Verhaltensregeln. Seid vorsichtig. Traumschnitzer und die verborgene Sippe lauern hinter jeder Ecke. Eileiden nannten meinen Herrn Hirmamora. Schade, dass sie fort sind. Ich fand sie interessant. Okay, 3 Stück brauchen wir. Daedra mochte ich nie. Sie sind grausam und doppelsinnig. Es überrascht mich nicht, ihresgleichen unter den Traumschnitzern zu finden. Drei Stück? Haben wir alle? Ja. Hirmamora ist der Name des großen Auges unter den Khajiit. Sammelt die Träne, Sterbliche. Perfekt, schon wieder ein Level ab. So. Naja. Paragon-Hühnchen. Ah, wieder was zu essen. Wir haben einen Attributspunkt. Das in die Kraft ein. Noch mehr Eindringlinge. Es wird ewig dauern, den Katalog wieder in Ordnung zu bringen. Sterbliche, lasst mich euch helfen. Na los, komm. Dann geht es nicht. Meine Güte.
Das war ja gar nicht so einfach. So, warte mal ganz kurz. Aber vielleicht habe ich ja noch in meinem Inventar was zum Snacken. Erstmal hier können wir das schon mal. Das ist ein neues Rezept, was wir bekommen haben. Und da ist das Hühnchenfleisch. Mist. Ja, das ist ein fertiges Gericht. Ah ja, hier. So, und da haben wir das letzte Becken mit den Tränen. Die von Himmelsrand kennen das große Auge als Hermamora. Sag Hände. Ich bin überhaupt nicht neidisch. Nun gieß die Tränen in das Becken. Okay, so, damit haben wir alle drei Tränen. Dann werden wir das gleich in das Becken reingießen. Aber nicht mehr in diesem Video, sondern wieder beim nächsten. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Dann lasst doch mal wie immer ein Like da, ein Abo und kommt nächstes Mal wieder. Ich danke fürs Zuschauen. Bis dann, euer André und ciao.